Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu DuckTales Remastered. So, liebe Freunde, ich bin wieder da. Aktuell kommt der DuckTales eher alle zwei Tage entsprechend so dem Multiplayer von Last of Us angepasst. Denn für 7-6 Videos am Tag habe ich dann doch leider keine Zeit. Und wir sind hier nochmal im Vormenü. Denn ich wollte euch noch so ein bisschen was hier zeigen, unter anderem den Geldspeicher von Dagobert Duck, in dem er natürlich mit einem Kopfsprung hineinhechtet und ein Bad in seinem geliebten Geld nimmt. Aktuell sieht es ja noch, finde ich, ein bisschen leer aus. Ich hoffe, das füllt sich im Laufe des gesamten Spieles. Und liebe Kinder, macht das bitte nicht nach, denn Mythbuster hat es getestet und man sollte nicht kopfüber ihn einen Haufen Geld springen. Das tut nämlich ganz schön weh. So, außerdem können wir uns von unseren Coins, die wir im Spiel uns erwerben, wir haben jetzt hier leider ein paar mehr, weil mein Freund, der konnte nicht die Finger vom Spiel lassen und hat natürlich gesuchtet und hat da noch ein paar neue Spiele angefangen und hat das Ganze schon ein bisschen auf Mittel weitergespielt. Ich habe mich natürlich nicht spoilern lassen. Und hier können wir uns nämlich Charaktere, Konzeptzeichnungen, Musik und TV-Illustrationen und alles Mögliche kaufen. Und hier sehen wir einfach ein paar tolle Charaktere aus der Serie, die wir so geliebt haben. Unter anderem die kleine Nikki, die natürlich die Enkelin von Frieda ist und nicht von Dagobert. Irgendwie zähle ich die einfach immer wieder mit dazu, weil sie für mich einfach voll dazugehört und von Tick, Trick und Track ja auch voll eingebunden wird. Und auch Quack, den Bruchpiloten und Daniel Düsentrieb und was weiß ich nicht wer noch alles. Und ja, ich möchte euch noch ein kleines Geständnis machen. Ich habe das Spiel auf leicht für mich umgestellt, denn ich habe es schon mal in der Aufnahme vorhin probiert. Aber ich bin absolut kein Jump-and-Run-Meister und ich kann das wirklich nicht. Und das Spiel ist, finde ich, verdammt schwer auf normal. Dafür wird mich jetzt bestimmt der Bru oder der Foker voll auslachen. So von wegen, du gehst Game Over im Amazonas oder so. Aber für mich ist das echt schwer, deswegen habe ich jetzt lieber auf Easy gestellt, dass wir das auch ein bisschen genießen können und ich nicht jedes Level 5-mal neu anfangen muss. Und ich hatte euch ja gefragt, wo sollen wir denn als erstes hin? Und viele wollten auf den Mond, aber einige meinten, hey, mach's doch der Reihe nach, dann musst du uns nicht immer wieder fragen und es ist viel schöner, ne? Und das Beste kommt dann zum Schluss. Und dementsprechend reisen wir jetzt als erstes in den Amazonas gemeinsam mit den Jungs. I'm headed to the Amazon jungle to find the scepter of the Incan king. Ja, mit Quack, dem Bruchpiloten. Hallo. Oh Gott, ich hoffe, er baut keine Bruchlandung und wir stürzen mit unserem Helikopter inmitten des Dschungels ab. Oh yeah, und wir werden von Killerbienen verfolgt. Wie schön. Oh, keine Bruchlandung. Sehr gut, Quack. Thanks for the lift, Launchpad. No problemo. Lift is one of my favorite principles of aerodynamics. Oh, say, you got your radio, Mr. McD? Hey, of course I do. Great! Then I'll be your eyes in the sky. Oh, I'd be happy if you just keep your eyes on the sky for once. What an airhead. Hey, I heard that. Now then, ancient Incan legends claim the king's scepter was locked away in a giant temple of the clouds, and it should be dead ahead. Gee, Mr. McD, I see a lot of clouds, but no temple. You wouldn't, Launchpad. The legend says the temple was hidden away from all but King Manco Capquack himself. But there's bound to be a way to reveal it buried somewhere in this overgrown salad bowl. And I'm not leaving till I find it. Genau, wir verlassen hier den Dschungel nicht, bis wir den geheimen Schatz gefunden haben. Und liebe Freunde, dass ich jetzt hier auf... Oh, wir haben hier das Menü für die Karte, dass ich jetzt hier auf leicht spiele. Heißt nicht, dass ich das Spiel trotz allem ohne Game Over schaffen werde, ganz ehrlich. Da seht ihr es nämlich zum Beispiel schon. Schon habe ich hier den ersten Dings verkackt und wir kommen oben nicht mehr dran. Ah, doch, wir kommen doch ran. Oh, ich bin so gut. Also, auf leicht heißt das Spiel einfach nur, dass ich weniger Herzen abgezogen bekomme, sobald mich ein Gegner hittet. Also, es hat nicht mal was mit der Fülle und Menge an Gegnern zu tun. Oh, wir haben was gefunden. I found an ancient coin depicting a nightingale. Edo, you haven't stumbled across a right down there, have you, Mr. Oh, that's so doof. I'm not even going to dignify that question with a response.
Ei, ei, mein Kommandant, dann werde ich mich deinem Protest anschließen. Huch! Oh Gott! Sie wollte uns fressen! What the fuck? Was ist das denn bitte für eine aggressive Pflanze? Die wollte uns tatsächlich fressen. Oh, guck mal! Hey, ich kann in die Hocke gehen. Ah, oh, wie schön. Okay, alles klar. So, wir erledigen hier erstmal das Geviech. Oh, warte, den treffe ich aber. Yay, wir haben ihn getroffen. Und hier dürfen wir sogar runter. Ich habe mich nicht durch meinen Freund spoilern lassen. Also, wie gesagt, der hat ja hier schon das erste Level komplett durchgespielt aus lauter Sucht und Freude. Aber natürlich habe ich mir ein bisschen was abgeschaut, damit ich nicht ganz auf verlorenen Posten stehe. And this one has an inscription of an eagle. Yay! Und wir haben noch eine Münze. Ich habe keine Ahnung, wofür wir die brauchen. Wie gesagt, ich habe das Level hier auch noch nie gemacht. Aber ihr seht auch, ich glaube, wir haben an sich auch weniger Leben auf diesem Level. Also sonst hatten wir eigentlich, glaube ich, immer 3 Leben. Ah, genau. Und diesen Trick hier habe ich mir abgeschaut. Damit ich hier auch schön viel Krams einsammeln kann. Das ist nämlich so ein kleines Secret-Ding hier, was es gibt. Und ja, wir haben sonst hat man immer die Herzen auf leicht. Plus dann noch extra zusätzlich, glaube ich, 2 auf Mittel. Plus zusätzlich die Leben, die es gibt. Also nochmal 2 extra Leben, sodass wenn man einmal wegen Herzversagen stirbt oder so, dass man dann nochmal von vorne anfangen kann. Das haben wir auf leicht nicht, aber egal. Ich hoffe einfach, dass ich nicht so oft verkacken werde. So, oh Gott. So, Moment, ich muss mal was ausprobieren. Ah. Ich muss nämlich mal gucken, wie das... Oh, wenn wir auf einer Stelle springen, bekommen wir übrigens auch Cupcakes. Die stellen uns unsere Herzen wieder her. Für diejenigen, die es interessiert. So, ich habe voll Angst, an dieser Spinne vorbeizukommen. Und Tatsache, das ist echt das erste... Oh nein, au, es hat mich gehittet. Das ist tatsächlich das erste Spiel, was ich auf... einfach Spiele ist. Unfassbar, aber ich kann es echt nicht. Ich bin dafür zu doof, ey. Ist unfassbar. Aha. A coin bearing the image of the Queen's horse. It'll help us find the treasure for sure. Ja. Never doubt the well-honed instincts of an experienced treasure hunter. If you say so, Mr. McDee. Ja, genau. Ich bin ja überhaupt nicht mit dabei, ne, Dagobert? Ich bin ja hier auch niemand. Da oben sind Stacheln. Au! Stacheln! Sie werden mich töten. Irgendwie wäre es peinlich. Oh, ja, Cupcakes! Wenn ich hier jetzt auch schon verrecken würde. Aber egal. Also, wie gesagt, ich bin absolut kein Profi, was Jump and Runs angeht. Ich bin da so schlecht bei, Freunde. Wartet mal. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie man nur so... Es gibt irgendwie eine Möglichkeit. Aber das ist ja voll anstrengend. Das ist voll anstrengend, so kurz die Sprünge zu machen. Das ist voll anstrengend. Wie soll ich denn das machen? Das finde ich voll unfair. Da sind schon wieder Stacheln. Oh nein, ich werde gleich schon wieder gehittet werden. Oh Gott. Ich kann das nämlich echt nicht mit diesem kurzen Springen. Oh, okay, jetzt bin ich erst recht am Arsch. Oh Mann, ey, Leute, ich hab's richtig drauf. So, wir haben jetzt noch einen Kuchen bekommen. Der stellt uns im Gegensatz zum Cupcake volles Leben her. Was ich richtig klasse finde, den ich wahrscheinlich auch in diesem Spiel ein paar Mal brauchen werde. So, jetzt haben wir wieder das Problem mit diesem kleinen... Au! Hey! So, habe ich euch halt so fertig gemacht. Meine Güte! Wenn ich etwas nicht kann, dann ist es Jump and Runs. Das ist herrlich, ey, wie ich mich anstelle. Aber das Spiel ist einfach zu süß dafür, Mensch. Ach, willst du, dass sie hier deine Höhle aufräumt, oder was? Dagobert Duck's neues Zuhause, seine kleine Pornohöhle oder so? Nein, meine lieben Freunde, das war natürlich nicht ernst gemeint. Hui! Aber wir bekommen hier jede Menge Kohle und ich weiß zwar nicht, wofür die Münzen sind, aber die bekommen wir auch. Yay! Oh. Well, where are the extra fuel canisters? That's why I'm calling you, boss. I checked the glove compartment, but... Oh, I found...
Oh, you'd best find those fuel canisters, for the next thing you'll be flying is a model airplane. Okay. Shh. Last time I ask you for help. Is that a promise? Oh, der Quack, der ist so süß doof. Ich finde den herrlich, den süßen Quacki. Oh, der ist echt schnuffelig hoch 10. Also keine Frage, meine Lieben. Ich finde den echt so süß. Und der ist so ein kleines, verplantes Wesen. Er erinnert mich an mich. So, dann werden wir mal schauen, was sich hier in dieser Kiste befindet. Und noch ein dicker Juwel. Oh, herrlich. Also ich liebe ja dieses Spiel jetzt schon. Mein Freund meinte auch, es ist fast 1:1. Wie damals das Spiel. Also wie gesagt, ich konnte es ja damals leider nicht spielen. Aber es soll wirklich 1:1 genauso sein. Und das finde ich so geil. Ich habe DuckTales so geliebt. Oh Gott, Leute, voll die Euphorie hier. Found another one. And it depicts the ruling might of a spear. Hey, ich habe die gefunden. Huch. Der ist abgestürzt. Wie gut. Oh, wie cool. Also man merkt einfach, wie der Quack ist total verplant. Ah, es frisst mich. What the fuck? Was bist du denn bitte für ein hässliches Ekelvieh? Das ist eine fleischfressende Pflanze mit einem Knutschmund, hallo? Was ist das denn bitte für ein ekliger Brabbelscheiß? Come in, Launchpad. I found something. Ich verstehe mal Launchpack. On this stone slab, and there's 8 circular notches around it. Sounds great. Does it tell us how to find the treasure? Well, I'm not sure what it tells us, but I'm certain it's an important clue. Gleich die Münzen. Bagpipes. These coins I found will fit perfectly into those notches. Oh, you must have come across an ancient Incan book. Oh man. Ja, bitte. You come down here and I'll deal you a blow to the head. You're supposed to be keeping an eye out for trouble, remember? Right. Trouble spotting it is. Yay! Der Quack, der ist so der Beste, ey. Das ist so geil. Nee, aber auf jeden Fall, wir haben hier böse Fleisch, fressende Pflanzen und was weiß ich nicht. Also ich muss hier echt Acht geben darauf, dass ich hier nicht in dem Dschungel zermatscht werde. Aber ganz ehrlich, ich spiele so gern auch nochmal, meine Lieben. Das ist um einiges unangestrengter. Ich bin echt Noob und das gebe ich auch so gerne zu, dass ich das echt einfach nicht besser kann. Und deswegen auch einfach auf Normal spiele. Böse. Böse. Oh Gott. Oh Gott, diese Pflanzen, ey, die machen einen so fertig. So. Was haben wir da in... Oh, ganz viel Geld. Ganz viel Geld. Ich weiß zwar noch nicht, wofür ich das ausgeben würde, aber Freunde, wir werden es ausgeben. So. Okay, jetzt müssen wir da nur... War das knapp. You know, I bet those Incans could have minted a whole lot more coins if they hadn't tried to make each one unique. Könnte gut möglich sein. Oh, Biene! Oh Gott, fast hätte sie uns erwischt. Böse Pflanze. Ha! Biene! Pflanze! Biene! Pflanze! Oh, ich bin so schreckhaft, ey. Leute. Aber das macht echt Spaß. Ich liebe dieses Spiel einfach total. Es ist super witzig. Es macht einfach nur mega viel Fun. Hey! Oh Gott! Fliege! Und sie... Aua! Warte, da. So. Okay, mir geht's gut. Alles ist in Ordnung. Ich lebe noch lebe ich, aber nicht mehr lange bestimmt. Ah, das mag ich. Okay, nee, auf jeden Fall, was ich auch total toll finde, ist die Musik im Hintergrund. Da macht's voll Spaß zu zocken. Aha, this coin bears an image of the scales of justice. Just what I need to help me find the scepter. You know, Mr. McGee, I had a thought. Launchpad, why start now and spoil a perfect record? That's a good question. Well, I don't have all day. What was your thought? Come to think of it, I forgot. Launchpad, were you dropped on your head much as a child? All the
All of the time. Ja, und wir haben hier im Menü, genau, wir haben jetzt inzwischen alle unsere hübschen kleinen Münzen gefunden und können uns auf den Weg zum Boss machen, liebe Freunde. Das ist ziemlich geil. Dann werden wir mal gleich gucken gehen. So, dann müssen wir nämlich die Richtung hier wieder nehmen. Und das Coole ist ja auch, dass diese Dialoge einfach so einzigartig toll sind. Das haben wir in der letzten Folge schon so festgestellt. Oh Gott! Lass mich! Das ist, glaube ich, mein Standardspruch jetzt bei diesem Spiel. Lass mich, ich hasse dich. Ah, nein, das frisst mich. Du böses Vieh, ey, das ist so. Böses Fliegenvieh. Oh Gott, sie wollen mich alle. Ah, und der Affe. Ach, sehr blöd, der springt erstmal voll in den Abgrund. Ey, der ist ja wirklich ein bisschen dämlich, oder? Also der hat sie wirklich nicht mehr alle. Aber jetzt können wir die Münzen hoffentlich einsetzen, ohne weitere Komplikationen. Und dann finden wir hoffentlich einen Weg. Oh Gott, hier raus, ey. So. Hey! Launchpad, what if the images on these coins symbolize the various tribes of Munko Kapkwak's empire? Könnte sein. Maybe if I surround him with them. Whee! Cool. Ach, no, it's not working. Oh. Hey, maybe you need to say the magic words. Maybe not. Vielleicht auch nicht. Oh. Oh, die verlorene Quappenstadt oder so. The ancient city of Munko Kapkwak. And that beam of light. It must be pointing to the temple of the clouds. But how am I going to get across? Up here, Mr. McD. Und da ist auch schon unsere Mitfahrgelegenheit. Aber, liebe Freunde, was wir da noch erleben werden, das kriegen wir erst in der nächsten Folge serviert. Von mir dann. Zusammen mit Onkel Dagobert und Lunchpaket, weil ich verstehe immer Lunchpaket, wenn er Quack sagt. Also ist halt das Englische, ne? Ich weiß gar nicht, aber okay, ich habe auf jeden Fall einen Hörfehler. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns in 2 Tagen am Montag wieder. Und ab Montag kommt es dann auch regelmäßig jeden Tag. Also darauf könnt ihr euch schon mal einstellen. Und ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, bis dann und tschüss.